Sprechchöre und Proteste, eigentlich ganz passend zum Thema. Suffragette, der Film über den Aufstand der Frauen in Großbritannien zu Beginn des 20. Jahrhunderts, feierte auf dem London Film Festival Premiere und wurde von Demonstrantinnen, die auf den roten Teppich stürmten, gestört. Ein Happening gegen häusliche Gewalt. Für die Hauptdarstellerinnen des Films, Meryl Streep, Helena Bonham Carter, Anne-Marie Duff und Carey Mulligan, war das ganz offensichtlich kein Problem. Genau darum geht es in diesem Film. Wenn man etwas verändern will, muss man den Mut haben, sich hinzulegen wie sie. Man muss sich trauen, für das, woran man glaubt, zu kämpfen. Wir haben einen politischen Film gemacht. Warum sollte es nicht auch auf dem roten Teppich ein wenig politisch zugehen? Es ist ein begründeter Protest von Frauen und der Premierenteppich ist ein geeigneter Ort, um sich Gehör zu verschaffen. Sie haben recht. Ich finde es fantastisch. Genau das erwartet man von solch einem Film. Wir freuen uns sehr darüber, dass Menschen den Film sehen oder von ihm hören und sich davon inspirieren lassen, sich engagieren. Der Film von Regisseurin Sarah Gavran erzählt die Geschichte von der britischen Frauenrechtsbewegung um Emmeline Pankhurst. Die auf die Straße gehenden Frauen gehören größtenteils zur Arbeiterklasse und riskieren bei dem Kampf für das Wahlrecht und die Gleichstellung nahezu alles. Der Film kommt nun in die britischen Kinos. Deutschsprachiges Premierendatum ist der 4. Februar. The only way is forward. I'm worth no more, no less than you. We will win.